Das ist ja nicht. Also ich würde eher Salbe einschalten. Salbe. Wow. Verdammt! Presse Deckung! Feind ausgeschaltet! Das sieht so aus, Falscher. Wir wehren uns und kämpfen! RPG voraus! 60 Meter! Oh. Einer kommt aus der Deckung! Das war's für ihn. Lade nach! Gib mir Deckung! Mach wieder ein! Unterbeschuss! Geh in Deckung! Oh, Scheiße! Aua! Oh mein Gott! Schrotflinte auf dem Weg! Wieder einer! Tango bewegt dich! Leg ihn um! Oh, von da oben ist der. Da ist auch noch einer. Mist, ich glaube, die Musik ist wieder gegebenenfalls. Muss ich leider unterschrauben. Oh, guck mal, was da oben ist. Feind bekommt einen Sandsturm! Ich seh's, wenn er kommt, verfliegt euch! Okay, also sollte man jetzt vor oder zurücklaufen? Tut mir leid, aber das habe ich jetzt überhaupt nicht kapiert. Und das war wohl mein Fehler. Ich kann nicht sehen! Die aber auch nicht loskommen! Diese Soldaten waren ja schnell weg! Da bin ich nicht so sicher! Okay, nochmal. Munition ist in Dubai ein knapp. Mustafa! Schieße mit Bedarf. Komm, wechsel die Waffe. Ich kann nicht sehen! Die aber auch nicht loskommen! Diese Soldaten waren ja schnell weg. Da bin ich nicht so sicher. Gar nichts, es ist einfach nur total laut.
Ja. Wir müssen aus dem Sturm raus. Da vor uns. Seht ihr das? Ich sehe es. Los, los. Geiles Versteck. Wetten, dass die jetzt ins Rollen kommen? Komm, komm, komm. Ich möchte es sehen. Ich weiß, Sie hören zu, Karl. Also passen Sie auf. Dieser Krieg ist vorbei. Dubai wird evakuiert werden. Und Sie wird man Ihres Kommandos entheben. Du uns wahrscheinlich dann auch. Denn wir haben Zivilisten umgebracht. Einfach so. Ohne irgendwelche... Laden nach! Luft ist rein, locker. Dann schnappt euer Zeug und los. Wohin jetzt? Vor den Stürmen brauchte Conrad einen Spähposten, von wo er ganz Dubai überschauen konnte. Da. Der größte Tower Dubais. Dahin. Was? Die haben diesen... Geil, wir kämpfen uns diesen Tower da hoch. Ich muss mit dir reden, wegen vorhin. Wir haben Conrads Aufmerksamkeit. Was gibt's da zu reden? Ich hab dich noch nie so erlebt. Mir fehlt nichts, Adams. Wir können nicht ignorieren, was wir gesehen haben. Wir verlassen Dubai nicht, bis die Überlebenden sicher evakuiert werden können. Ihr müsst mir vertrauen. Ups. Ich trau dich. Wir haben auf einen Tipp hin die ausländischen Hilfsstationen im Stadtzentrum besucht. Wir fanden Leichen. Ist nichts Neues. Nur, dass diese erschossen wurden. Und verbrannt. Und zu den Leichen noch ihre Pässe. Nur einer war noch lesbar. Zoe Straßburg, 29. Deutsche Helferin. Es heißt, ein Paranoiker ist einer, der alle Fakten kennt. Ich kenne nicht alle Fakten. Aber ich habe eine Scheißangst. Ich will nicht glauben, dass die Behörden ausländische Helfer hinrichten. Was das für die Evakuierung bedeuten könnte. Aber die Fakten, die kann man nicht ignorieren. Ich muss den Colonel finden. Sofort. Ohne Verdacht zu erregen. Wenn ich einen Funkspruch absetzen kann, besteht vielleicht noch Hoffnung. Wenn nicht, dann helfe Gott Dubai. Okay, das hört sich ja... Ah, daran liegt es sehr... Ihr Walker. Ich denke nur, du liegst falsch. Sehr, sehr motivierend an. So, die Frage ist, ich habe jetzt immer noch nicht kapiert, was die CIA mit dem ganzen Zeug zu tun hat. Ich glaube, die wollte einfach nur helfen. Hört sich wie Feuergefecht an. Da vorne. Verdammt, wenn mich jemand hört. Hier ist Rex. Wir werden von der 33. attackiert. Brauchen Hilfe. Schnell. Rex? Scheiße, Gut hat's der 33. gesteckt. Das ist unsere Schuld. Walker, schnapp dir die RPG! Wir müssen das Hotel eingehen! Komm seitlich, meine Rebellen! Von hinten! Oh, das waren unsere. Meine Rebellen! Deltas! Wiederhole Deltas Forstkräfte! Wer ihr auch seid, danke für die Hilfe! Haltet uns die Kerle vom Leib! Da steht einer im Freien! Weit bewegt sich! Tendorik, wo ist Rumpf in dem Anmarsch? So, und jetzt runter. Ich will sie gemacht! Hab das Zeit! Kommen über die Hügel! Oh mein Gott. Da kommen noch mehr! Aus der Wand! Scheiße! Was? Kommt hier ran? Vorsicht! Was bewegt sich? Ist gerade auf dem Fußstück, oder? Blende sie! Schützt eure Augen! Da will einer aus der Deckung! Hab ihn! Da kommen noch mehr! Auf der Bank! Ich gehe einfach mal da runter. Halt erledigt! Scheiße! Oh!
Ja, das war ja natürlich. Der Feind bewegt sich! Einer kommt aus der Deckung! Die wollen zu dem Hammer! Ja! Ab wieder ein! Der 30. zieht sich zurück. Das ist der Letzte. Kommt hierher! So, komm. Ein bisschen Munition, bitte. Ich brauch so ein bisschen. Für die FMAs. Los, die kommen wieder! Viel. Captain Walker, Jeff Riggs. Kommen Sie rein, bevor ein Scharfschütze Sie umnietet. Schon gut. Entschuldigung? Falls ihr es nicht gemerkt habt, wir haben euch eben den Arsch gerettet. Ziemlich frech, der junge Captain. Er heißt Sergeant Lugo und er hat recht. Wirklich? Also, wo ist Agent Gould? Er hat's nicht geschafft. Schätze, man kann nicht jeden retten, was? Schätze, ihr seid mir was schuldig. Typischer CIA-Bullshit. Wollen Sie mir erst mal zuhören, bevor Sie mich abknallen, Junge? Haben Sie den Plan, außer alle abzuknallen? Klar haben wir einen Plan. Nur zu, Agent. Erzählen Sie. Etwa 400 Meter von hier ist der Hauptwasserspeicher der Stadt. Da wollten wir hin, als die uns angriffen. Mein Job, Captain, ist, mir dieses Wasser zu holen und so die 33. zu schwächen. Sie glauben, Wasser ist hier der Schlüssel? Wir sind in der Wüste, Junge. Da ist Wasser der Schlüssel zu allem. Da hat er recht. Scheiße. Granate! Take on! Ich sehe nichts! Bleibt unten! Sichtkontakt! Ist es Riggs? Nein, da, Delta! Wo steckt dann der Alte? Der ist hier. Du verdammter Drecksack! Du bist tot! Na los, ihr kostet mich Zeit! Da kommen sie, Jungs! Feuer frei! Komm! Eine Analyse legt nahe, dass Conrad unter einer Vorform der posttraumatischen Belastungsstörung leidet, verursacht durch fehlgeschlagene Operationen in Afghanistan. Bei derart fähigen Menschen wie Conrad kann sich die PTBS in einer ausgeprägten Tendenz zu Egomanie und moralischer Überheblichkeit manifestieren. Noch beunruhigender ist, wie Conrad als größter militärischer Führer seit General Patton gerühmt wird. Conrad habe diese Ansicht verinnerlicht, sodass sie nun einen wesentlichen Bestandteil seiner Psyche darstellt. Man glaubt, Conrad könnte auf die Anwürfe gegen ihn wegen seiner Fehler in Afghanistan in sehr extremer Weise reagieren, um den eigenen Glauben an seinen Ruf zu erhalten. Conrad wird die Gründe für seine Fehler bei anderen suchen und auf Vorgesetzte zunehmend paranoid reagieren. Es sei unsicher, inwieweit Conrads angeschlagene Psyche einen weiteren öffentlichen Fehlschlag verkraften würde. Das bedeutet, wenn das hier rauskommt, weg nach dem Plan. Alle nach! Scheiße! Au! Okay. Lauf! Barrikadiert die Tür! Die geben uns Zeit abzuhauen! Tango erledigt! Ach, das war einer von den Gegnern. Okay, wusste ich nicht. Ist jetzt auch egal. Und weiter geht's. Scharfschützen! Ja, genau. Oh. Lenkt sie für mich ab. Ich bin unterwegs. Wir hatten doch hier eben 417. Was hat das denn alles? Nein. Wow. Ich rette euch hier den Arsch. Nein. Okay. Also ich bin gerade, sagen wir es mal freundlich ausgedrückt, so ziemlich schlecht, wie es nur gehen kann. Egal.